Letztes Mal beim großen Preis von Australien hier in der AOR Season 17 habt ihr schon mal so einen kleinen Einblick darin bekommen, wie es hier in der AOR zugehen kann. Wir haben letztes Mal ein ziemlich schlechtes Qualifying hingelegt und sind dann am Ende unterm Strich doch noch auf P4 ins Ziel gekommen. Und jetzt geht es hier und heute weiter mit einem weiteren Rennen aus der AOR hier in der Liga 2 auf der Xbox One Plattform. Die Ausgangslage ist, denke ich, ziemlich klar. Letztes Mal beim Großpreis von Australien habe ich keine Glanzleistung an den Tag gelegt und das soll sich hier und heute beim Großpreis von Bahrain natürlich ändern. Bahrain insgesamt eine Strecke, die mir wesentlich mehr liegt und wo ich mir auch auf jeden Fall was ausrechne, denn Bahrain ist auch so unter den Top 5 meiner Lieblingsstrecke in F1 2018. Und deswegen schauen wir doch einfach mal direkt, was hier im Qualifying so möglich gewesen ist. Was aber zu Beginn des Qualifyings direkt aufgefallen ist, ich habe festgestellt, dass die Kameraeinstellung, die ich hier verwende in F1 2018, nicht zugeschnitten ist auf dem McLaren, wie wir hier gerade sehen können. Und zwar habt ihr da dieses komische Dreieck, ja, wie soll man sagen, nicht Dreieck, sondern einfach dieser orangene Strich, der da zu sehen war. Und daran merkt man zwei Dinge. Zum einen, dass die Fahrzeuge unterschiedlich modelliert sind von ihren, von ihren Monocoques, von ihrem Chassis. Zum anderen merkt man, ja, dass sich das von Strecke zu Strecke auch so ein bisschen unterscheiden kann, denn ich habe an der Kameraeinstellung nichts geändert und beim großen Preis von Australien habe ich von diesem Dreieck nichts gesehen. Und ja, was ich jetzt hier nicht machen wollte, ich wollte jetzt hier nicht einfach mal die Kameraperspektive so gravierend ändern, dass ich jetzt hier mit einer komplett anderen Kameraperspektive fahre, denn letztlich habe ich mich auf diese Kameraperspektive auch eingeschossen. Nur was halt letztlich ein bisschen störend ist, ist halt die Tatsache, dass immer dann auf den Geraden, wie wir jetzt gleich auch wieder zu sehen bekommen werden wahrscheinlich, ja genau jetzt, kommt wieder dieses dreieckige, orangene Teil zum Vorschein, was dann so kurz über dem Lenkrad zu sehen ist. Und ja, das ist einfach ein bisschen störend von der Optik her, wenn man bremst, dann verschwindet es. Aber es liegt natürlich letztlich einfach nur daran, wie ich meine Kameraperspektive eingestellt habe. Und das habe ich versucht ein bisschen zu fixen, beziehungsweise habe mich da so ein bisschen nach vorne positioniert. Einen Klick, habe dann gemerkt, okay, es hat sich nichts dran geändert, also habe ich es wieder rückgängig gemacht. Und ja, wie wir hier gerade sehen können, scheint dieses orangene Dreieck uns nicht wirklich daran zu stören, hier eine schnelle Runde hinzulegen, denn momentan haben wir die provisorische Pole Position mit einer 1:26.2 und das ist jetzt hier die schnellste Runde, die ich hier in der Lage war zu setzen in diesem Qualifying. Wir sehen, wir sind hier fast über eine Zehntelsekunde im positiven Delta, haben jetzt sogar die lila unterlegte Zeit hier in Sektor 1. Qualifying jetzt zu diesem Zeitpunkt beendet. Ganz, ganz sanft hier gebremst und so früh wie möglich wieder hoffe ich hier auf dem Gas zu sein. Und wir sehen, wir sind fast 3,5 Zehntelsekunden im positiven Delta. Es bahnt sich hier eine massive Verbesserung an. Lila unterlegte Zeit im zweiten Sektor, jetzt kommt es hier auf den Exit dieser Kurve an, den treffen wir nochmal richtig gut. Wir sind jetzt wieder fast 3,5 Zehntel im positiven Delta, also es wird definitiv eine massive Verbesserung, wenn wir jetzt hier die letzte Kurve nicht verhauen sollten. Hier nochmal ein bisschen unsicher, leicht gelupft, aber dafür ist der Exit dann wieder extrem gut, 4 Zehntel im positiven Delta. Wo bleibt die Zeit stehen? Es ist die 1:25.8 und das ist wirklich eine richtig gute Runde gewesen, also mit dieser Runde bin ich mehr als zufrieden. Was nicht so zufriedenstellend ist, ist die Tatsache, dass wir mit einem einzigen Fahrer im Grid auf den Supersoft-Reifen starten und das wird natürlich im Rennen dann kritisch werden. Ich habe ehrlich gesagt darauf spekuliert, dass ein bisschen mehr Leute sich für die Supersoft-Reifen zu Beginn des Rennens entscheiden, sodass ich dann hinter mir noch so einen kleinen Puffer habe, denn ich weiß, im Rennen zu Beginn des ersten Stints werden die Soft-Reifen irgendwann auch schneller als die Supersoft-Reifen. Und wie wir letztes Mal beim Großpreis von Melbourne in Australien schon gesehen haben, das ist ja jetzt hier kein Fallobst, gegen die wir jetzt hier antreten. Deswegen wird das hier und heute eine verdammt schwierige Aufgabe. Wie dem auch sei, was uns hier keiner mehr nehmen kann, ist die Tatsache, dass wir eine Pole Position erfahren haben. Und diese Pole Position, da kann ich wirklich sagen, die hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, weil es insgesamt wirklich eine extrem ordentliche und gute Runde gewesen ist. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem großen Preis von Bahrain. Wir haben 50% Renndistanz auf der Uhr. Es geht los. Start ist ganz okay. Wir kommen besser weg, als wir es ja Verstappen auf der zweiten Position. Machen da direkt die Innenseite zu, um da mögliche Dive-Bombs zu verhindern.
können das Fahrzeug in der ersten Kurve noch vor dem Force India-Piloten halten. Jetzt kommt hier aber direkt wieder der Windschatten zum Tragen und da kommt die angetäuschte Dive-Bomb. Die hat mich an dieser Stelle so ein bisschen verunsichert, wie man hier auch sehen kann. Trotzdem können wir das Fahrzeug noch so gerade eben davor halten. Und wir merken, es kommt direkt zu Beginn des Rennens Druck und jetzt kommt erstmal das Virtual Safety Car raus. Also da ist irgendetwas passiert im hinteren Mittelfeld und das nimmt jetzt erstmal so ein bisschen Spannung bzw. Druck aus dieser Anfangsphase heraus. Jetzt sehen wir aber, jetzt geht es weiter und wir sehen, der VSR Verstappen auf der zweiten Position nutzt den Restart wesentlich besser als ich jetzt hier und geht direkt vorbei. Und das ist natürlich nicht das, was wir zu diesem Zeitpunkt des Rennens brauchen. Wir wollen hier freie Fahrt haben und uns idealerweise mit den Supersoft-Reifen absetzen, solange das noch irgendwie möglich ist. Jetzt aber erstmal Verstappen hier, versucht sich da zu verteidigen, wir versuchen aber den Angriff zu setzen. Bremsen hier auf allerletzter Rille, Verstappen jetzt auf der Außenbahn. Erster Gang, Verstappen immer noch links. Und da drückt er uns so ein bisschen nach außen, ist aber an dieser Stelle gut gegangen. Und da kommt der zweite McLaren durch die Mitte durch. Drei Fahrzeuge in die dritte Kurve rein und es reicht, um für den McLaren-Fahrer vielleicht nach vorne zu kommen. Und nein, es reicht noch nicht ganz. Sah wirklich für einen kurzen Moment so aus, als ob der Danny F31 da noch vorbeikommen könnte. War in dem Fall leider noch nicht so. Aber unterm Strich muss man natürlich festhalten, dass wir jetzt hier schon zwei Positionen verloren haben nach der Startphase. Und jetzt sind wir in einer leichten Berührung. Da fahren wir leicht unseren Teamkollegen sogar hinten drauf. Und das, ja, wirft jetzt erstmal eine riesige Lücke nach vorne auf. Jetzt kommt Overkills von hinten. Macht hier aber noch nicht das Manöver. Ja, und das ist jetzt natürlich genau das, was wir nicht brauchen. Denn unterm Strich hat die Konkurrenz jetzt schon die besseren Reifen und natürlich auch unterm Strich die bessere Strategie. Also wenn ich es nochmal rückgängig machen könnte, dann hätte ich mich vielleicht auch auf den Softreifen qualifiziert, aber ich bin hier schon ein paar Testrennen gefahren und beziehungsweise bin ich auch schon ein paar Ligarennen gefahren und bisher ging es eigentlich immer gut, dass man von den Supersofts auf die Mediums geht und dann easy einen Einstopp machen kann. Und ja, das ist aber so ziemlich jeder mit den Softreifen startet, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und dann war ich schon die 26.2 gefahren und dann war klar, okay, ich werde diese 26.2 nie im Leben mit einem Softreifen unterbieten können, deswegen habe ich mich nochmal hingesetzt und habe versucht einfach die 26.2 im Qualifying nochmal zu unterbieten. Ich meine, jetzt hier zu Beginn des Rennens sind die Reifen eigentlich relativ identisch, kann man auch sagen, wobei wir jetzt hier schon hinten links auf knapp 40% sind. Aber ich denke mal, die Softreifen sehen da doch schon einen Ticken besser aus. Wir sehen, in der Zwischenzeit ist der McLaren-Fahrer am Force India-Fahrer vorbeigegangen. Wir sind aber nach wie vor noch dran. Hier kommt wieder dieses dreieckige orange Ding zum Vorschein. Aber was hier in Bahrain ein absolutes Problem ist, ist die Tatsache, dass die Hinterreifen sich unglaublich krass abnutzen. Hier täuschen wir mal kurz an, dass wir auch noch irgendwo da unterwegs sind bzw. dran sind. Versuchen hier den Force India so ein bisschen unter Druck zu setzen. Jetzt habe ich hier mit Fett und Overtake. Reicht es vielleicht für das Manöver? Schnellste persönliche Rundenzeit in dieser Runde hingelegt. Jetzt sehen wir die 30-4, die kommt als schnellste Rennrunde. Und jetzt Verstappen gegen unseren Teamkollegen. Wieder drei Fahrzeuge nebeneinander und Verstappen geht vorbei. Und auch wir gehen vorbei. Versuchen wir das Auto auf der Kampflinie zu halten. Und jetzt sehen wir, dass Danny F31 hinter uns noch geblieben ist. Ist natürlich auch nicht das, was er jetzt unbedingt will, denn ich glaube, jetzt in Runde 5 von 29 sind die Softreifen doch schon einen Ticken schneller. Und normalerweise hätte ich ihn jetzt einfach fahren lassen müssen, aber ich dachte mir so ganz ehrlich, wieso soll ich das machen? Er ist zwar mein Teamkollege auf dem Papier, aber ich habe noch nie persönlich mit ihm gesprochen und es geht hier letztlich auch um mein eigenes Rennen. Und wenn ich hier meine ideale Strategie durchsetzen will, dann muss ich einfach dranbleiben und pushen.
Und ich meine, wenn er schneller ist, kann er mich gleich immer noch auf der DS gerade überholen. So ist es ja nicht. Wo ich eben stehen geblieben bin, was hier im Bahrain ein absolutes Problem ist, ist die Tatsache, dass die Hinterreifen sich unglaublich schnell abnutzen. Und dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man die Bremskraftverteilung so ein bisschen nach vorne stellt. Das habe ich zu Beginn des Rennens auch gemacht. Jetzt sehen wir hier, schalte ich hier bewusst nicht ins Overtake-ERS-Modus, in den Overtake-ERS-Modus, weil ich weiß, er möchte da überholen und deswegen lasse ich ihn jetzt hier auch passieren. Gucken, dass der Overkill da nicht auch noch vorbeikommt, denn vor dem wollen wir auf Biegen und Brechen bleiben. Übrigens der Fahrer, der letztes Mal den großen Preis von Australien gewonnen hat. Falls ihr dieses Rennen noch nicht gesehen haben solltet, dann habe ich es euch in der Infokarte nochmal verlinkt. Sie leicht ausgehebelt wurden durch den Körper auf der rechten Seite. Wir sehen aber insgesamt, das Feld ist noch gar nicht mal so weit auseinander. Also die Speed ist insgesamt ziemlich vergleichbar. Wir haben vor uns den Verstappen, den Danny und direkt hinter uns den Overkills. Und dahinter, so 1,5 bis 2 Sekunden, ist dann auch schon der Rest des Mittelfeldes. Also es geht hier ziemlich eng zu, muss man sagen. Und ja, jetzt habt ihr auch schon an ein paar Kurven vielleicht gesehen, dass ich ein bisschen Probleme gehabt habe mit dem Grip-Niveau, wie wir jetzt auch hier wieder in dieser Linkskurve sehen können. Wir sind hinten schon auf 55% in Runde 6 von 29 und ich hatte geplant, in Runde 8 an die Box zu gehen, aber jetzt sind wir schon massiv langsam und das Grip-Niveau, das fällt jetzt echt rapide ab, wie wir jetzt hier gerade sehen können. Und da hat Overkills leider die Möglichkeit und geht da rechts innen vorbei. Jetzt hier leicht den Einlenkpunkt sogar verpasst. Das bringt uns einen schlechten Exit hier für die Start- und Zielgerade. Vielleicht können wir jetzt hier am Ende der Geraden doch noch den Angriff setzen. Overkills geht auf die Kampflinie. Bremsen auf allerletzter Rille, sogar einen Ticken zu spät. Wir sehen es, wir gehen viel zu tief in die Kurve rein. Overkills ist auf der rechten Seite, Rad an Rad. Können wir den Move leider noch nicht machen. Da wirklich einen Ticken zu spät gebremst, muss man sagen. ...60% hinten links. Und hinter uns ist schon der zweite Sauberpilot. Ein gewisser Joao Paulo, der jetzt hier mit einem ziemlich überraschenden Manöver die Divebomb versucht. Und ich sehe das natürlich kommen und lenke da dann nochmal im rechten Moment gegen. Rad an Rad mit dem LCR Hayden. Und wir können das Fahrzeug noch gerade eben davor halten. Aber wir sehen, das ganze Gekämpfe, das kostet unglaublich viel Zeit und ich denke mal, alle Fahrzeuge, die jetzt zu diesem Zeitpunkt hinter mir sind, die denken sich so, okay, ich will da jetzt mal gerne vorbeikommen. Denn wenn man hinter einem herfährt mit abgenutzten Supersoft-Reifen, ich denke, das brauche ich euch nicht erzählen, das kostet einfach Zeit. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es ist ja hier immer noch eine Rennsituation und wer hier vorbeikommen will, der muss das natürlich auf der Strecke tun. Und zwar mit fairen Mitteln idealerweise. Runde 7 von 29. Fahren hier schon mal vorsichtshalber Kampflinie. Jetzt sind wir in Runde 8 von 29. Und jetzt sollte das Boxenstoppfenster gekommen sein. Jetzt ist erstmal der Renault-Fahrer auf der Außenseite. Kann er sich sogar vorbeibremsen? Klar, hat ein viel besseres Grip-Niveau. ...68% hinten links, also das... Die Reifennutzung nimmt jetzt langsam aber sicher schon einen kritischen Bereich an. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe hier drauf spekuliert, Super Soft Medium zu fahren. A new strategy is available on the MFT. Und auch hier wieder viel, viel zu langsam in dieser Kurve. Das ist natürlich auf das fehlende Grip-Niveau zurückzuführen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für die Boxeneinfahrt. Und die werden wir jetzt natürlich auch nutzen. Denn wenn wir jetzt noch länger draußen bleiben würden, dann würden unter Umständen vielleicht sogar die Reifen platzen. Also geht es jetzt hier in die Boxengasse.
74% hinten links. Ja, ich denke, ihr habt es gerade selber festgestellt, die Boxencrew hat mir leider nicht die Reifen aufgezogen, die ich mir erhofft habe, dass sie mir die aufziehen sollten. Das Traurige an der ganzen Sache ist aber, dass ich auch nicht vorher überprüft habe, ob es so eingestellt ist, dass sie mir überhaupt die Mediums geben sollen. Also ich bin einfach fest in meinem Kopf davon ausgegangen, die Mediums werden draufgezogen. Und ja, jetzt sind es halt die Softs. Und gut, da kann man natürlich sagen, es war irgendwie auch mein eigener Fehler, denn ich hätte es natürlich vorher auf einer Geraden nochmal manuell einstellen können, habe ich leider nicht getan. Und ich habe vorher halt auch nicht überprüft gehabt, ob die Mediums quasi vorgesehen sind. Und ja, deswegen jetzt hier leider die Softreifen und das wirft natürlich die komplette Strategie über den Haufen. Und das ist sozusagen, ja, Rest in Peace kann man sagen. Denn das bedeutet nichts anderes, wie dass wir jetzt definitiv noch einen weiteren Boxenstopp tätigen müssen. Und ja, dieser Boxenstopp wird irgendwann so um die Runde 20 dieses Rennens stattfinden und ja, das wird uns natürlich weit, weit nach hinten durchreichen. Normalerweise wären wir jetzt halt auf den Mediums gewesen und hätten jetzt das Rennen locker beenden können. Und ja, ich denke, wir wären so auch wieder hinter Overkills rausgekommen, dann wären wir unterm Strich auf P4 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht auch P5, ich weiß es gerade nicht. Unterm Strich war das natürlich extrem bitter, muss man sagen. Weil, ja, es wäre hier auf jeden Fall mehr drin gewesen, als jetzt wahrscheinlich am Ende dieses Rennens rauskommen wird. Wie dem auch sei, ich meine, es sind ja immer noch 17 Runden zu fahren und hier kann ja noch einiges passieren. Wir haben letztes Mal im Großpreis von Melbourne zum Beispiel gesehen, dass einige Fahrzeuge ausgeschieden sind. Das kann hier natürlich alles auch noch passieren, aber ich sag mal, die Chancen für eine gute Platzierung, die sind jetzt schon weit ins Hintertreffen geraten. Können wir natürlich die wesentlich besseren Gripverhältnisse der Softreifen gegenüber dem Mediumreifen ausnutzen und können die direkt am Overkill wieder vorbeigehen. Der weiß natürlich auch, dass ich definitiv noch einen Boxstopp machen muss. Wir sehen, wie es er Verstappen jetzt mit der schnellsten Runde. Und deswegen greift er erst gar nicht an. Würde für ihn theoretisch auch keinen Sinn machen, denn es würde letztlich einfach nur Zeit kosten. Und er weiß halt ganz genau, ich kann ihn theoretisch eher ziehen, als er mich sich quasi von mir absetzen kann. Deswegen nutzt er jetzt wahrscheinlich eher meinen Windschatten, beziehungsweise die Speed meiner Softreifen nutzt mich quasi als Fahrer aus. Gemein wie er ist, Spaß beiseite, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir sind in Runde 14 von 29, wir sind ein bisschen näher rangekommen an Danny F31. Ich meine, wäre auch traurig, wenn wir dann nicht näher rankommen würden, denn wir sind jetzt hier auf den Softreifen unterwegs und er ist auf den Mediumreifen unterwegs. Jetzt wieder mit einem leichten Verbremser, bisschen zu tief in die Kurve reingegangen. Nur theoretisch, was man jetzt von ihm erwarten könnte, ist, dass er mich halt auch vorbeilässt. Aber das habe ich ja zu Beginn des Rennens quasi auch nicht gemacht. Weil unterm Strich sollte man meinen, dass ich halt einen Ticken schneller bin auf den Softreifen. War ich auch zu diesem Zeitpunkt des Rennens, definitiv. Nicht wirklich viel, aber schon so, ja, so 13 Sekunden pro Runde hätte ich sicherlich schneller fahren können. Nur ihr kennt wahrscheinlich das Gefühl, beziehungsweise ja, die Situation, wenn man hinter einem ist. Hinter einem Fahren ist das eine, vorbeikommen ist aber das andere. Und ja, das sind wirklich schwierige Dinge. Insbesondere, weil natürlich das Gripniveau im direkten Windschatten ein bisschen nach unten geht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Danny F31 fährt jetzt auch mit einem Lenkrad. Also fährt schon immer mit einem Lenkrad. Das macht die Sache natürlich auch nicht gerade einfacher. Deswegen würde ich sagen, ist die Devise zu diesem Zeitpunkt des Rennens einfach dran zu bleiben und einfach zu gucken, was man hier aus diesem Rennen noch retten kann.
So, wir springen zur Runde 19 von 29. Wir sehen, wir sind immer noch da, wo wir eben auch waren. Und zwar direkt im Windschatten von Danny F31. Wir können aber irgendwie nie nah genug herankommen, um hier einen Move zu machen. Im Umkehrschluss kommt der Overkill von hinten ein bisschen näher. Und der wittert hier natürlich seine Möglichkeit, meinen Teamkollegen hier auch zu attackieren gleich. Jetzt haben wir hier nochmal Fett und Overtake. Reifen sind jetzt auch schon ziemlich abgenutzt. Deuten wir nochmal ein Überholmanöver an, aber ich werde hier natürlich einen Teufel tun und da wirklich mit Biegen und Brechen reinhalten. Ich meine, jetzt bringt es mir auch nichts mehr, denn die Reifen sind jetzt eh schon tot. Und mit diesen Reifen kann man sich jetzt auch nicht mehr absetzen von den Mediums. Deswegen war ich gar nicht mal so unzufrieden damit, dass ich hier einigermaßen dran geblieben bin. Ich meine, es zeigt sich hier definitiv, dass die Speed da gewesen wäre für dieses Rennen. Nur die Reifenstrategie, die hat einfach nicht gesessen. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, ihr habt es ja eben schon gehört, ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie mir die Mediums aufziehen. Ist leider nicht der Fall gewesen und deswegen müssen wir jetzt hier gucken, was wir aus der Situation machen. Wir sind auf 61% hinten links und jetzt ist es an der Zeit, um ein letztes Mal an die Boxengasse zu gehen. Ich denke mal, der einzige im Feld, der hier eine Zwei-Stop-Strategie verfolgt hat, das tut wirklich weh, jetzt hier nochmal an die Boxengasse zu gehen. Ich meine, wir waren auf einer richtig guten Position unterwegs und wenn wir da auf den Mediums gewesen wären, dann wäre, glaube ich, ordentlich was drin gewesen. Aber ja, gut, jetzt hier nochmal mit den Supersoft-Reifen müssen wir schauen, wie viel Schadensbegrenzung wir hier noch betreiben können. Wir sind momentan auf den 10. Platz zurückgereicht worden. Jetzt sogar auf den 11. und dann sogar auf den 12. Platz. Also wir sind momentan außerhalb der Punkte. Und kriegen jetzt hier sogar angefahrene Supersoft-Reifen. Ich sag mal, die Zwei-Stop-Strategie, die wäre vielleicht gar nicht mal so übel gewesen, wenn man einfach, ja, dann mit den Supersoft in Runde 5 oder so an die Boxengasse gegangen wäre. Denn dann hätte man sich die langsameren Runden am Ende des Stints gespart. Aber unterm Strich war natürlich die 1-Stop mit Soft-Medium ganz klar die bessere Wahl. Und ja, das hätte ich unterm Strich einfach auch machen sollen. Habe ich leider nicht getan. Hab mich da auf meine vorangegangene Überlegung, dass einige Leute auch auf den Supersoft starten werden, gestützt und habe dann gedacht, okay, die Leute, die dann auf Soft starten, die haben dann quasi noch einiges zu tun, bevor die erstmal an mich rankommen sozusagen. Aber wenn das ganze Feld quasi auf Soft startet, dann ist diese Überlegung quasi für die Katz und dann muss man zwangsläufig eigentlich auch auf den Soft starten, ansonsten wird man wie im Haifischbecken quasi zerfressen von allen möglichen Personen, allen möglichen Fahrern. Und das war hier zu Beginn des Rennens auch teilweise sogar der Fall. Jetzt sind wir hier fast dem Mercedes-Fahrer hinten drauf gefahren, beziehungsweise sogar fast. Das war ein kleiner Desync, kleines Verbindungsproblem, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall dran an P11 und P10. Und jetzt können wir natürlich mit einem wesentlich höheren Gripniveau einfach Manöver an Stellen machen, wo es normalerweise gar nicht möglich wäre. Hat in diesem Fall ganz gut geklappt. Jetzt sind wir hinter Sam F95, der jetzt hier ultra langsam ist in der letzten Kurve vor der Start-Ziel-Geraden. Und da habe ich absolut nicht damit gerechnet, dass er da wirklich so unglaublich langsam ist. Und da gab es leider diese kleine Berührung, da habe ich mich nach dem Rennen auch nochmal für entschuldigt, denn das war absolut nicht meine Absicht, aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das Gripniveau so krass unterschiedlich ist. Aber gut, war in dem Fall so, zum Glück hat er sich nicht weggedreht, ansonsten hätte er sicherlich eine Beschwerde gegen mich eingereicht. Ich denke, durch meine Entschuldigung nach dem Rennen war das Ganze dann auch wieder gegessen und er hat dann auch gesagt, ja, hat jetzt eh keinen Unterschied gemacht, du warst eh auf wesentlich schnelleren Reifen unterwegs und du hättest mich eh gehabt und ich denke, mit dieser Aussage hat er auch recht gehabt. So, jetzt sind wir zumindest auf P10 von 16 hinter dem zweiten Ferrari von WOR Clone Troop. Und der ist gar nicht mal so weit entfernt. Wir sehen ihn da vorne schon am Horizont. Oder sagen wir mal am Ende dieser Geraden. Und die Supersoft-Reifen, die geben noch ein paar Runden ordentlich Zunder her. Wie wir jetzt hier gerade sehen können, Runde 26 von 29. Wir sind wieder direkt dran am Ferrari. 42% hinten links. Die Reifennutzung jetzt aber hier auf den Supersoft-Reifen ziemlich gleichmäßig und moderat, muss man sagen. Hab da wirklich auch akribisch drauf geachtet, dass ich hier nicht zu sehr die Hinterreifen belaste.
War unterm Strich natürlich auch für die Katz, weil ich ja letztlich die Zweischiff-Strategie gemacht habe. Also hätte ich auch unterm Strich die Reifen komplett rannehmen können. Wie dem auch sei, Clone Trooper jetzt hier mit einem kleinen, aber feinen Fehler. Das eröffnet uns jetzt hier natürlich die Möglichkeit für einen Angriff. Den nutzen wir natürlich direkt auch. Und gehen hier vorbei am Ferrari-Piloten. Zieht vielleicht nochmal mit dem Switchback. Kommt dann nicht ran. Okay, gap ahead is 2.1 seconds. So, jetzt haben wir gerade mal unsere Punkteausbeute für dieses Rennen, für diese Schadensbegrenzung von einem Punkt auf zwei Punkte verdoppelt. Von P10 auf P9. Und jetzt haben wir noch zwei Runden auf der Uhr und können schauen, ob wir rankommen an LCR Ben, der im Toro Rosso unterwegs ist. Nur das Problem ist, die Reifen, die bauen jetzt natürlich auch schon wieder ordentlich ab. Wir sind jetzt schon fast wieder auf circa, ja, 50%, wie wir gerade sehen können. Hinten links 49%. Und irgendwann lassen die Supersoft natürlich auch nach. Runde 28 von 29. Wir sind nochmal ein bisschen näher rangekommen an LCR Ben. Wir sind definitiv im Windschatten. Und natürlich auch im DS-Fenster. Können hier nochmal Overtake und Fett-Modus aktivieren. Aber die Frage ist, ob das jetzt hier in der letzten Runde noch reichen wird. Es wird auf jeden Fall eng. So viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Hier nochmal ein bisschen verbremst. Wir sehen, wir sind aber auf jeden Fall im Windschatten und im DRS-Fenster. Vielleicht jetzt hier mit einem guten Exit aus dieser Hahnradl-Kurve hier. Die trifft aber leider nochmal ziemlich gut. Wir sind dran, wir sind aber ein Ticken zu weit weg, würde ich sagen. Als dass wir hier am Ende der geraden Angriff setzen können. Verstappen geht über die Linie, sichert sich einen Rennsieg hier beim großen Preis von Bahrain. Hier geht es aber noch um P8 oder P9. Wir sind auf jeden Fall im Windschatten und in Schlagdistanz. Hauen hier nochmal ordentlich das Overtake-Modus ERS rein. Letzte Kurve dieses Rennens. LCR Ben nochmal mit einem ziemlich schlechten Exit. Wir haben einen wesentlich besseren Exit. Geht aber nochmal auf die Kampflinie. Haben hier nochmal DRS, aber es reicht nicht ganz, um da vorbeizukommen am Toro Rosso-Piloten. Und am Ende ist es leider, kann man sagen, nur ein 9. Platz. Und das ist natürlich unterm Strich nach der Pole Position und der wirklich extrem schönen und guten Runde meiner Meinung nach ja, ein bisschen enttäuschend, ein bisschen unter Wert verkauft. Ich denke, unterm Strich wäre hier mindestens ein Top 5 Resultat drin gewesen. Und ja, ich denke, letztes Mal beim großen Preis von Melbourne war das Glück noch so ein bisschen auf meiner Seite. Hier und heute in Bahrain, ja, hat es so ein bisschen gefehlt. Es ist einfach nur ärgerlich, wie es verlaufen ist mit der Boxenstopp-Strategie. Ja, wenn alles nach Plan verlaufen wäre, dann wäre es halt, wie gesagt, wirklich wesentlich besser gewesen. Ich denke, ich habe hier und heute gezeigt, dass Speed auf jeden Fall drin ist und ja, dass hier im Laufe der Zukunft auf jeden Fall auch noch mit der einen oder anderen guten Platzierung zu rechnen ist. Ich denke, unterm Strich, ja, kann man jetzt nichts anderes machen, als den 9. Platz einfach hinzunehmen. Und es sind ja unterm Strich immer noch 2 WM-Punkte und ja, ich denke, ja, es hätte wesentlich schlimmer laufen können und wir sind momentan immer noch auf P6 in der Fahrerweltmeisterschaft. Und ja, ich denke, damit sind wir so langsam aber sicher am Ende dieses Videos angekommen. Heute mal ein bisschen länger gewesen, denn ich hatte das Gefühl, dass euch das letzte AOR Season 17 Video beim großen Preis von Melbourne ziemlich gefallen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das heute mal ein Ticken länger, das ganze Video. Und ja, ich hoffe, das ist dem einen oder anderen von euch einen Daumen nach oben wert. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann könnt ihr das natürlich durch einen Daumen nach oben zeigen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.